Moin und herzlich willkommen beim Stoffwindel Adventskalender. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir öffnen heute zusammen das 15. Türchen und dahinter versteckt sich heute keine Windel und auch kein Stoffwindel-Label, sondern etwas ganz, ganz anderes. Und zwar der Shop von Baumwollbaby. Mit Baumwollbaby hat die liebe Xenia einen Mietshop für Kinderkleidung ins Leben gerufen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, gerade Kinderkleidung hat eine sehr kurze Verweildauer in unseren Haushalten, weil unsere Kinder einfach wachsen wie Unkraut und die so schnell aus den Sachen rausgewachsen sind. Und dann haben wir vielleicht teure Bio-Sachen gekauft, die richtig gute Qualität haben, die fair und nachhaltig hergestellt worden sind. Und trotzdem können wir sie nach 2-3 Monaten wieder aussortieren, weil die Größe nicht mehr passt. Und dann sind sie bei uns auf dem Dachboden und warten darauf, irgendwann verkauft zu werden. Und das ist ja nun wirklich nicht Sinn der Sache. Das hat sich auch Xenia gedacht und deswegen Baumwollbaby ins Leben gerufen. Und was genau es damit auf sich hat, das zeige ich euch heute. Bei Baumwollbaby kannst du alle möglichen tollen Kleidungsstücke mieten, von Bodies aus Wolle, Seide über Pullover, Schuhe bis hin zu Walk-Overalls und Jacken ist alles dabei. Nichts, was man da irgendwie vermissen würde. Und dabei hat Mieten halt auch einige entscheidende Vorteile gegenüber Kaufen. Du schonst Ressourcen, du sparst bares Geld und auch Zeit, denn die Miete kostet nur einen Bruchteil des Neupreises und du musst die Sachen halt später nicht weiterverkaufen und ewig viel Zeit darin investieren, alles zu fotografieren und einzustellen. Außerdem schonst du die Umwelt und setzt damit ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft. Dabei funktioniert das Ganze super, super einfach. Du zahlst monatlich eine kleine Miete, solange du den Artikel brauchst. Wenn du ihn irgendwann nicht mehr brauchst, dann schickst du ihn einfach zurück. Und wenn vorher der Kaufpreis des Artikels erreicht ist, dann gehört er automatisch dir. Also du zahlst auf jeden Fall nicht mehr, als wenn du ihn sowieso kaufen würdest. Für die Artikel gibt es dann auch verschiedene Kategorien im Shop, die dann auch verschieden teuer sind. Neu steht zum Beispiel für ein brandneues Produkt, das noch nie getragen wurde. Dementsprechend ist der Mietpreis natürlich auch ein bisschen höher als bei den anderen Kategorien. Sehr gut sind gebrauchte Sachen, die gegebenenfalls leichte Gebrauchsspuren schon haben, aber noch top im Schuss sind. Dann kommt gut, das sind bereits öfter vermietete Kleidungsstücke, die eventuell Mini-Flecken haben oder ganz leichte Abnutzungsspuren. Und die letzte Kategorie ist dann geliebt und repariert und das sagt der Name ja schon, das steht für Kleidung, die gereinigt wurde und stark beansprucht wurde und wo dann zum Beispiel ja schon eine Stelle geflickt ist oder so und die bekommst du dann in dieser Kategorie. Baumwollbaby hat auch Stoffwindeln im Sortiment. Du kannst hier ein rundum sorglos Paket von Julicia-Windeln mieten. Ihr wisst ja, Julicia finde ich richtig, richtig toll und das Angebot ist auch einfach super. Vielleicht ist das ja was für euch, wenn ihr mit Wolle wickeln wollt, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich durfte das Konzept im letzten Monat einmal testen und habe mir diesen Walk-Overall ausgesucht zum Mieten, einfach weil wir sowieso einen gebraucht hätten und ich eigentlich einen kaufen wollte. Und ja, jetzt habe ich den gemietet und ja, und ich denke, der wird uns noch eine Weile treu bleiben, denn ich habe mich sehr in ihn verliebt und ich finde es überhaupt nicht tragisch, denn wir mieten ihn jetzt und entweder in ein paar Monaten ist die Kleine rausgewachsen und ich schicke ihn zurück oder aber wir haben irgendwann den Kaufpreis erreicht und dann wäre ich ja sowieso wieder da, wo ich sowieso eigentlich gewesen wäre, weil normalerweise hätte ich das Geld ja schon ausgegeben und eingekauft. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es mit dem Anzug und uns in den nächsten Monaten noch weitergeht. Also ich frage mich wirklich, warum ich auf die Idee, Kleidung zu mieten, nicht vorher gekommen bin. Irgendwie war das nicht drin in meinem Kopf. Und genau deshalb gibt es heute dieses Video, damit ihr ja diese Variante auch im Kopf habt und einfach drüber nachdenken könnt, ob ihr nächstes Mal vielleicht lieber ein Kleidungsstück mieten möchtet, statt es direkt zu kaufen. Es ist ja nicht nur für so große Sachen wie jetzt den Overall hier richtig gut, sondern auch einfach Bodies. Wenn ich überlege, wie teuer Wolle-Seide-Bodies sind und wie sehr ich mit mir ja am Ringen war, ob ich die jetzt kaufe oder ob ich halt doch normale Baumwollbodies, die halt nur einen Bruchteil kosten, kaufe, die aber dafür halt nicht bio sind und auch nicht fair hergestellt und ja, was mache ich denn jetzt? Das ist einfach eine super Alternative. Dann miete ich die halt für die 3 Monate, die der Body passt und wenn er nicht mehr passt, wird er halt zurückgeschickt und ja, ich habe die Ausgaben nicht, ich habe das ganze Theater nicht, mit dem ich muss die Sachen jetzt wieder verkaufen oder vernünftig einmotten, sodass keine Motten an die Wolle gehen oder sonst irgendwas bis zum nächsten Kind. Und damit du das jetzt auch mal ausprobieren kannst, hat die liebe Xenia mir einen 15-Euro-Gutschein für ihren Shop zur Verfügung gestellt. Also kannst du heute einen 15-Euro-Gutschein für Baumwollbaby gewinnen
Und obendrauf gibt es noch ein Pflegeset. Das heißt, wenn du den Gutschein dann im Shop einlöst, dann packen sie dir noch ein Pflegeset mit in deine Bestellung rein. Ich finde das eine sehr, sehr coole Sache. So kannst du zum Beispiel mit einer Kleinigkeit mal anfangen zu mieten, wenn du das Konzept noch gar nicht kennst. Und wenn du schon ein alter Hase bist, was Mietkleidung angeht, dann weißt du ja schon Bescheid, wie es läuft und kannst die 15 Euro bestimmt auch sehr gut gebrauchen. Um an der Verlosung teilzunehmen, schreib bitte den Hashtag Baumwollbaby in die Kommentare und schon bist du im Lostopf. Und ja, alle Teilnahmebedingungen findest du wie immer da unten in der Infobox. Und wenn du magst, schreib mir gerne in die Kommentare, ob du schon mal Kleidung gemietet hast und was deine Erfahrungen damit sind. Das war's für heute. Wir sehen uns schon morgen wieder. Ich würde mich sehr freuen, wenn du da auch wieder einschaltest. Ciao!